Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. Mein Name ist Iwobushi LP und ja, ich glaube jetzt zum dritten oder vierten Mal spiele ich jetzt hier Mecha Kaycis oder wie man sie auch immer aussprechen soll. Auf jeden Fall, dieser ist der neue Champion, der gerade frisch auf dem PvE-Server erschienen ist. Und ja, ich zock ihn und er macht mir so viel Spaß. Ich glaube, ist so mittlerweile sogar mein neuer Lieblings-Champion geworden. Und ich spiele ihn auf jeden Fall im Jungle. Denn da, Leute, geht der richtig ab. Der ist sowas von effektiv da. Und ihr werdet sehen, bis Level 6 geht's noch so, aber ab Level 6 ist einfach noch die Killermaschine schlechthin. Und ja, er ist unaufhaltbar. So, ja, gleich am Anfang werde ich gleich erstmal schnell die ganzen Spades erklären. Da habe ich nämlich eine Menge zu erklären. Und ansonsten schauen wir uns aber jetzt ganz schnell die Teams an, damit wir das gleich nicht machen müssen. So, ich auf jeden Fall jetzt im Jungle. Dann Kopfjäger, Rengar wird mit Löwenzahn, Kog, Maw auf die Botlane gehen, Syrah in die Mitte und Evil Vinnie wieder hier mein Mate als ja, Tailing gespielt auf der Toplane. Im gegnerischen Team sieht es ein bisschen anders aus, da geht Jayce in Jungle, Kaycis spielen sie auch selber, der wird wohl auf die Toplane gehen und Gangplank mit Nautilus wohl auf die Bot, denke ich mal, und Syndra ja, in die Mitte. Irgendwie so werden sie spielen, ich weiß es nicht genau. Wichtig auf jeden Fall bei mir ist es, dass ich im Jungle erstmal mit 5 Tränken und einer Stoffrüstung anfange. Und ich brauche gleich auch erstmal jetzt hier ja, einen Hardpull auf Wolf, die Wölfe und gleich noch ein bisschen beim Blue. Und ja, wo fangen wir an zu jungeln? Das wird ein W sein und ja, alles weitere erkläre ich euch jetzt. Und ja. So, unsere passive verborgene Bedrohung. Wenn Kaycis für das gegnerische Team nicht sichtbar ist, wird er zu verborgenen Bedrohung, wodurch sein nächster normaler Angriff auf einen gegnerischen Champion 15 magischen Schaden verursacht und ihn 2 Sekunden lang um 35% verlangsamt. Also schon mal ziemlich geil für die Gangs. Dann haben wir jetzt hier unseren Q-Spell, Geschmack der Furcht, markiert Gegner als isoliert, wenn diese keine nahen Verbündeten besitzt. Also wenn er allein auf der Top-Lane ist, dann wird er zum Beispiel von mir markiert und dann verursache ich 70 plus 34 AD normalen Schaden. Ist das Ziel isoliert? Achso, wenn es nicht isoliert ist, also nicht allein ist, dann macht es 70 plus 34. Und wenn es isoliert ist, macht es 100 plus 51. Dann haben alle meine Spells, sogar mein Ulti, noch so einen entwickelten Effekt. Da kann ich mich so noch so ein bisschen ausbauen. Das sieht ganz geil nachher aus. Da ändert sich auch noch ein bisschen das Design. Aber das erkläre ich dann später nochmal genauer. Ja, dann habe ich noch meinen leeren Stachel. Damit fange ich an zu junglen. Das ist einfach so ein bisschen AOE. Also ich habe hier den Skillshot und ja. Auf die, die es trifft, explodiert das so ein Stachel, fügt 75 plus 19 AD Schaden zu und das Geile daran ist, dass es mir noch heilt und zwar um ja, 40 ja, um 40 heilt mich das noch, basiert leider auf AP, aber na gut. So, sehr schön, da habe ich noch einen Tick ja, zu wenig gewartet wegen Syrah, die hat ja auch gepult. Talon, vielen Dank nochmal jetzt hier für die Hilfe, sehr gut. Und, wow, so, erfolgreich haben wir das jetzt hier abgestaubt. Und können es uns schnell zum Blue, nee, zum Red Buff bewegen, aber erstmal auch noch natürlich die Geister und dann können wir auch noch anfangen mit dem Ganken. So, Nautilus ist jetzt Toplane und Gangplank ist mit Kaycis auf der Botlane, alles klar, da haben wir es eben so geklärt. Wieso nicht? So, stelle ich mich extra in die Mitte, damit ich alle schön diesen Damage bekomme. Was haben wir denn noch so? Wir haben noch unseren E, das ist unser Sprung, springt in einen gewählten Bereich und verursacht dabei 65 plus 17 normalen Schaden. Auch ziemlich geil, sieht so ein bisschen aus wie bei Tristana, würde ich sagen. Erstes Blut. Oh, First Blood auf der Botlane, eieiei. Soll ich da mal ganz schnell nochmal eingreifen? Ah, das liegt auch daran, da gerade da gegankt wurde, okay. Ja, wir sorgen mir mal schnell meinen Red Buff und dann schaue ich vielleicht mal gleich auf der Botlane vorbei. Angst, dass die jetzt hier bei mir kommen, deswegen ziehe ich den mal hier am besten schon mal ein bisschen in den Jungle rein. Oh, und ich habe einen dicken Fehler in meiner Jungle-Route gemacht, einen ganz, ganz dicken. Ah, das ist ja richtig ärgerlich. Ich habe vergessen, erst Wölfe zu gehen, denn das ist ja sehr, sehr wichtig. Denn das brauche ich ja dafür, damit mein Smite hier rechtzeitig ready ist. Und deswegen habe ich jetzt hier sau viel Leben verloren. Ja, was ziemlich ungünstig war. Na gut, schaue ich auf jeden Fall mal schnell auf der Botlane hier vorbei. Ich werde jetzt hier irgendwas mal ganken gehen, am besten den Kaycis. Spells sind ja soweit erklärt, jetzt habe ich auch alle meine Spells, womit ich gut ganken kann. Und dann wollen wir mal gleich schauen, wie das jetzt hier so abgeht. Also erstmal schön von hinten kommen hier, zack, 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 zack. Gangplank ist jetzt hier low und
Die können wir jetzt auch mal fokussen gehen. Nein, hier unten gibt es jetzt einen Fight. Sehr gut, dann werde ich jetzt hier reinspringen. Verdammt nochmal. Leider wurde unser Ranger getötet. Aber ich habe es auch geschafft, einen zu killen. Immerhin, denn ich mache einen ganz schön hohen Damage. Das wird euch später auch noch auffallen. So, jetzt hier noch ein Gangplank. Okay. Er legt es drauf an. Ich jump jetzt hier gleich an. Gib jetzt nochmal meinen Full Damage. Und, wow, verdammt nochmal. Ich flash mich rüber ins nächste Gebüsch, um nochmal von den Minions zu entkommen. Aber leider killen sie mich da. Lol, da haben mich die Minions noch leider mit in den Tod gerissen. Ich hatte keinen Tank mehr, also ich hätte irgendwie nichts mehr machen können. Vielleicht hätte ich mich woanders hin flashen sollen. Oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, es kann auch daran gelegen haben, noch von der Passiven von Gangplank, dass die mich einfach in den Tod gezogen hat. Na gut, auf jeden Fall habe ich das jetzt nicht ganz überlebt. Aber immerhin habe ich 1-1-1. Gangplank ist auch noch mit down. Ist jetzt nicht der perfekte Start, aber immerhin schon mal, ja, einigermaßen okay. So. Leider ist jetzt auch mein Red Buff und mein Blue Buff ins Nichts gegangen. Und sie haben da unten noch geschafft, den Cases zu knallen. Alles klar, das ist auch schon mal, ja, ein ganz guter Start. Auch wenn es in den Teamsets 3-4 steht, aber na gut, dann haben wir halt eben eine kleine Herausforderung. Unser AD Carry ist schon ansatzweise ein bisschen gefeedet. Ist auch schon mal befriedigend. Hier in der Mitte ist jetzt, Syndra. Die kann ich mir mal richtig schön schnappen. Die misst ja ordentlich low, ja, ist sie. Und die pusht erst auch 4-4. Nein, 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 komm, 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 komm. Hier ist geblieben, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Ah, nein, das war scheiße, der Gang. Den hätte ich ganz klar anders machen müssen. Ah, schade, 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 schade. Hätte ich den ein bisschen anders professioneller noch durchgeführt, dann hätte ich ihn auf jeden Fall noch bekommen. Und auf der Top-Lane ist jetzt auch unser Talon draufgegangen, das Schwein. Na, da wurde jetzt auch noch da gegankt, glaube ich. Von Gangplank. Ne, nicht von Gangplank. Ja, ich weiß gar nicht, von wem der jetzt gerade gegankt wurde. Auf jeden Fall ist er jetzt auch leider draufgegangen. Egal. So, ich kümmere mich auf jeden Fall erstmal darum, dass ich jetzt ein höheres Level komme. Denn das ist ziemlich wichtig, damit ich halt, wie gesagt, mein Level 6 erreiche, womit ich dann halt zur Killermaschine werde. An sich könnte ich euch schon mal die Ulti auch nochmal erklären. Das hat den einfachen Effekt, dass ja, ich halt meine Spells aufwerten kann. Das ist halt einfach diese Entwicklung. Und ich kann mich tarnen für eine Sekunde lang und in dieser Sekunde kriege ich auch 40 Angriffstempo und Laufspeed meine ich natürlich. Und das gleiche kann ich, also die Ulti kann ich erneut immer halt von 10 Sekunden nochmal aktivieren. Also eigentlich ganz geil. Eieieiei, die ist auch schon Level 6. Ein Verbündeter wurde, oh, macht die Druck, ey. Hat sie auch leider gerade den Spell gemisst. Und er wirft die mit der Pflanze rum. Toll. So, diesmal aber. Nein, es reicht schon wieder nicht. Kaylin macht das jetzt hier. Schön. Jawoll. Kaylin hat es endlich da für mich jetzt vollendet, das, was ich gerade eben nicht geschafft hatte. Schade auch, dass ich das nicht machen konnte. Ich hätte es liebend gern gemacht. Zurück, Leute, zurück. Oh, yeah. Ich bin ihn, ich kann jetzt ihn irgendwie anrichten. Boah, ganz, ganz aggressiv gehen sie noch rein. Lieber zum Tower, lieber zum Tower. Oh, schön, dass ich mir noch den einen Kill da hole. Aber meinen, ja, Mate Evil Winnie habe ich da mehr oder weniger ein bisschen im Stich gelassen. Aber ich konnte auch nicht viel machen. Na gut, muss er jetzt sich mit zufriedenstellen. Ich gehe jetzt hier nochmal in den Jungle, holen wir nochmal den Blue Buff. Den Blue Buff. Ja, ich bin auch absolut Mana-Problem ist auch ein bisschen vorhanden, muss ich ja ehrlich sein. Also so ab und zu schon noch. Also man gibt ja eigentlich immer den zweiten Blue Buff dann ab, an die Mitte, aber ich glaube mit Rengar ist das, mit Rengar sage ich schon. Mit Cases ist es nicht so einfach, denn, ja, ich sag schon Rengar, denn erinnert mich so enorm an Rengar. Vom Aussehen her und ein bisschen auch von dem Ansprung, also das ähnelt, finde ich, ein bisschen dem Rengar-Line. Aber er ist auf jeden Fall geiler als Rengar. So, jetzt noch hier ein bisschen. Talon ist auch schon wieder in der Mitte. Wahrscheinlich, weil seine Top-Lane gerade eh ein bisschen überfarmt ist. Und wir haben jetzt Level 6 erreicht. Und jetzt sieht er, jetzt können wir die Evolution starten.
So, was wollen wir denn evolieren lassen, wenn man das gibt? Das gibt es bestimmt nicht. Auf jeden Fall lassen wir jetzt unseren V-Spell verbessern. Und das sieht jetzt richtig geil aus. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir da oben jetzt so ein klar paar rote Stacheln uns wachsen lassen. Was uns jetzt richtig OP gemacht hat. So, Evelvini sollte da lieber mal weggehen. Ich komme jetzt auch nochmal auf die Top-Lane. Also, wenn er da ein bisschen chillt, dann kann ich da nochmal helfen. Und das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus. Zack, das sieht jetzt richtig geil aus. Das hat jetzt auch den Effekt, dass wir den Gegner jetzt slowen können. Warte, wir warten noch ganz kurz, bis er da noch einen Tick weit nach vorne geht. Na, oder geht er jetzt back? Das ist jetzt natürlich die Frage. Nein, 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 er ist nicht weggegangen. Scheiße. Aua, aua, aua. Und selbst ihn bekomme ich nicht. Scheiße, das war irgendwie schlecht gemacht von uns hier. Viel zu lange gewartet. Nein, das gibt's doch nicht. Wie hat er das denn gemacht? Oh! 2-2-2-2 nach so einer kurzen Zeit. Das kann doch nicht angehen. Oh, da hatte ich doch nur einmal noch zuschlagen müssen. Ich dachte, der Kill war eigentlich locker. Das wäre meine. Aber irgendwie haben sie es da doch hinbekommen. Bitte aber auch, ehrlich gesagt. Na gut, muss ich ihm da gönnen. Na, oh, jetzt verkaufe ich mich auch noch. Kauf mir noch einen zweiten Stiefel. Das gibt's doch nicht. Na toll, jetzt bin ich sowas von durcheinander. Jetzt klappt dir gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Egal. Hab ich einfach mal hier, damit ihr einen kleinen Lacher habt. Da habe ich mir einfach nur einen zweiten Schuh gekauft. Na toll. So, mal gucken, wie es in den anderen K6 geht. Na, 2, 2, 4. Man macht deutlich mehr Assists. Ich muss ja auch mal ehrlich ein bisschen prallen. Und ich hatte auch schon eine Runde, wo ich selber richtig abgegangen bin. Da hatte ich nämlich... Na, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Scheiße bauen kann. So, jetzt aber. Ein Verbündeter wurde getötet. Jetzt aber. So, 4-2. Das war erstmal die Rache. Die Rache Gottes. Ja, ich vergleiche ihn ja die ganze Zeit immer so gern mit Rengar, denn ich finde, er hat so viel Übereinstimmung. Und da flasht er sich gleich schon, ne? Das ist klar, weil er Angst hat. Weil er kleine Pussy ist. Ich würde ihn am liebsten ja jetzt unterm Tower da krallen, aber das kriege ich natürlich nicht ganz hin. Jo, der ist ganz klar OP, das muss ich auch wirklich zugeben. Also, Rengar und so fand ich alles nicht so wirklich OP. Schnell weg da springen. Jetzt hier über die Mauer. Boah. Heilige Scheiße, Mutter Maria, war das knapp, ey. So, dann noch die Ulti, also die wollen mich jetzt auch endlich kurz sehen. Aber nein, das lasse ich nicht zu. So, schon wieder zurück. Waren wir nicht gerade eben schon zurück? Ich weiß gar nicht genau. Na, mein Farm lässt sich auch ein bisschen zu wünschen, ja, übrig. Merkurs Schuhe, da sind sie. Die kaufen wir uns jetzt. Für den ganzen Nautilus und die Syndra, ja, und was auch alles noch. Sind diese Schuhe recht erst praktisch? Ich muss ja sagen, dieser Skin bockt mich auch hart da von dem. Hier, wie heißt der noch gleich? Gangplank. Na gut, man weiß es nicht, die sind hier alle schon wieder irgendwo. Und sonst sind alle hier von ihnen verziehen, aber die sind hier doch alle irgendwo im Gebüsch, die ganken uns doch jetzt hier gleich locker. Na okay, da sind sie nicht. Ich dachte schon hier, da wären sie. Scheiße, denen sie dann gerade mein Red Buff, die Schweine. Oder mein Blue Buff eher gesagt. Ne, sind alle auf der Botlane, okay. Haben sich ja schnell hingezogen. Ich wollte gerade hier die Toplane abfahren, aber ich denke mal. Ne, will die gar nicht. Okay, dann nehme ich mir die. Ein Verbündeter wurde getötet. Boah, hier unten geht's auch schon wieder zur Sache. So, alles meins hier. Kohle, Kohle, Kohle. Ach, der gibt mir ja ganz gut, muss ich sagen. Das Schwein. Das zieht ja ganz gut an den Leben so. Pff, nicht schlecht, nicht schlecht.
So, mein Blue Buff ist auch wieder respawned. Den klaue ich mir jetzt wieder. Ich bin so ein egoistisches Schwein. Egal. So, da habe ich jetzt ganz bewusst die zwei kleinen Mates noch abgefahren. Jetzt habe ich nicht den Single Target. Man macht so mit deutlich mehr Damage. Das ist nämlich auch noch so ein kleiner Trick. Kleiner Trick am Rande. Oh ne, oh ne, oh ne. Ja, ich sehe das ja schon. Ich bin ja schon auf dem Weg. Tailing kommt da jetzt auch von unten. Na, ob er ihn da gerochen hat. Jace kommt jetzt auch von innen. Er sollte ihn ganz schnell wieder wegflashen oder sonstiges. Oh, und dann nehmen sie ihn zu dritt auseinander. Ganz, also das waren auch wieder 2 bis 3 Ultis da. Na, Jace hat ja keine Ulti, aber die Ulti von Gangplank war es auf jeden Fall. Und auch, ah, da zieht er sich weg. Der kann das. Der weiß, wie er spielt. Ja, die Ulti von Gangplank war es und auch auf jeden Fall von Nautilus war es. Und mit 2 Ulti ganz, ganz aggressiv den Kill geholt. Den Tail in das Schwein. Boah, weggecrittet bis zum geht nicht mehr oder was? Uiuiuiui. Terminiert. 5, 2, 3. Ja, es ist auch schon besser. Bin noch nicht ganz zufrieden damit. Aber es wird. Mal gucken, ob jetzt hier schon das ganze Gebüsch wieder voll ist mit irgendwelchen ja, kleinen Typen. Aua. Sieht ja wohl auch gar nicht so aus, als wenn wir den jetzt hier gleich hochziehen werden. Nein. So, Tailing kommt auch noch, das ist gut. Und mit Tailing werde ich jetzt auch drauf gehen. Jawohl, Berserker kriege ich sogar noch den Kill gleich. Dankeschön. Und die Cinder, die kommt hier ganz, ganz knapp weg, aber pfff. Sag ich nur ganz ehrlich, Bitch, please, denk mal nicht, dass du entkommen würdest. Der Nautilus, der ist jetzt auch der größte Denker. Na, mit seinen 5-2, okay, da ist natürlich minimal leicht gefeedet. Ich jump hier nochmal schnell an, um nochmal ein bisschen Damage zu setzen. Und kriegen wir den jetzt hier noch? Ah, unterm Tower jetzt hier ganz krass attackiert. Ich habe jetzt hier ein bisschen Schiss auch. Verdrück mich deshalb auch schnell. Und! Wow! Nein, in die falsche Richtung aktiviert. Ja, silence noch ein bisschen mehr. Und jetzt ab ins Gebüsch rein. Wow. Boah. Wie geil, wen verarschen. Oh, da muss ich den Talon leider ganz krass im Stich lassen. Entschuldigung. Ich kann ihn noch höchstens einmal slow machen. Oh, weggeflasht. Also das ist ja jetzt hier ein gegenseitiger Support. Ich bin auf jeden Fall im grünen Bereich. Ich bin weg. Ich hab's geschafft. Ob es der Talon jetzt schafft, das wird... Oh, ganz, ganz knapp. Ich werde ihn jetzt hier nochmal im Gebüsch supporten können. Na, leider nicht getroffen. Oh, Talon jumpt er ganz schön an. Leute, die Tiere gehen nicht auf ihn rauf. Und was war das denn jetzt hier? Der Jace hat mich jetzt irgendwie getötet. Und jetzt, wie ich mitbekommen habe, die Swimmer ignoriert ihn auch einfach mal eiskalt. Oh, den Jace habe ich gar nicht mitbekommen. Wo kam der denn? Von der Seite irgendwie... Ah. Das Schwein hat mich da wieder, ja, irgendwie erwischt. Na gut. Das war auf jeden Fall gerade ganz schön krank. Gut, dann muss ja auch mal sein, ne? Also manche laden sowas hoch bei YouTube nur so als Escape und kriegen da tausende von Klicks. Also das war jetzt auch gerade mir eine ganz leichte, auch wenn ein paar Assists von mir nicht getroffen waren. Trotzdem war es echt extrem leicht gerade gemacht. Ja, nicht schlecht. So, jetzt verrate ich euch nochmal eine kleine geile Sache. Und zwar, okay, vielleicht ist es auch gar nicht sowas Geiles. Also es ist geil, aber es ist nichts Geheimes. Vielleicht kauft euch auf jeden Fall mit ihm Trinity, denn das ist das absolute Über-Item. Wir haben einen Spell, wo wir nur 1,5 ja, Cooldown drauf haben. Und generell noch ein bisschen, ja, minimal AP ist ja auch nicht so schlecht. Und generell, das Item ist ja mit ihm der absolute Bringer. Da können wir absolut glauben. Wie ich danach weiterbaue, weiß ich immer nicht so ganz. Ich glaube, dann fange ich an, ein bisschen, ja, auf Tanky zu bauen. Das schaue ich mir nochmal an. Ich gucke mal ganz kurz, wie er baut. Er hat ja auch eher da den komischeren Bild. Aber okay, jeder so wie er will. Ich glaube, ich bin auch mal im Jungle hier. Ne? Die pushen da jetzt aber auch wieder ganz gut. Warte doch mal auf mich, Kinder. Kinder! So, wer ist denn jetzt hier so 3 Leute? Okay. Oh ja, neue Evolution, da werde ich jetzt Flüge entwickeln machen. Und wieso? Ganz einfach aus dem Grund,
damit ich halt schnell einen töten kann und dann schnell wieder rein kann. Das werden wir jetzt hier auch wunderschön sehen können. Und jetzt kann ich einfach nochmal meine Ulti aktivieren. Nochmal direkt hinterher jumpen. Okay, leider habe ich da jetzt nicht mal ein Slow ready, denn ansonsten hätte ich da vielleicht noch ein bisschen... Können noch einen Kill picken können. Ich sehe hier gerade, dass der Tower schon längst down ist. Das heißt, Nautilus ist jetzt ein einfaches Ziel für uns. Und Talon kriegt da nicht den Kill. Scheiße. Vielleicht an Linie. Kann er wieder rausjumpen aufgrund von meinem geilen Spell? Ah, der ist da richtig low. Ich weiß, dass er low ist, aber ich kann da niemals mit meinen wenigen Leben reingehen. Denn sonst knallt er mich gleich auch daher. Das war jetzt hier... Noch ein bisschen mit Absprache mit Skype hätte ich da jetzt auf jeden Fall ihn auch noch irgendwie ziehen können. Ah, das ist... Ja, Fingerspitzenfertigkeit hochziehen. Da muss man natürlich alles immer genau richtig optimieren. Ja, damit man da jetzt noch den richtigen Kill holt. Man weiß es nie. Wäre ich da jetzt noch reingegangen, hätte ich ihn ganz vielleicht noch holen können, hätte er nicht aufgepasst. Aber ich hätte auch natürlich ganz klar da untergehen können. Und das wäre natürlich scheiße. Das würde meinen ganzen Stats kaputt machen. Ich weiß ja gar nicht, wie er spielt. 5-3-8. Also er spielt auch nicht schlecht vom Ding her. Ich habe schon viele Runden gehabt, wo die total abgelöst haben mit 0-8-6 und 0-6-9 und was weiß ich. Also gar keine Kills. Aber wenn man einigermaßen gut mit dem startet, dann hat man eigentlich ja alles offen mit ihm. Und hat gar keine Probleme mit ihm richtig geile Stats hinzubekommen. So, Talon will da noch schnell seinen Top-Tower verteidigen. Mit aller Mühe. Ob er das noch schafft? Ja, doch, ja, das gedefft er noch. Die Minis habe ich schon weggefahren. Ob das jetzt was wird, das wird richtig spannend jetzt. Oh, nein, da lieber schnell irgendwas anzuhatschen. Passt aber gerade nichts in der Nähe. Korkmaus in der Nähe. Talon, verzieh dich doch da. Okay. Er wollte da auch noch unbedingt noch mitmischen. Ja, wer nicht will, der muss fühlen, ganz klar. Und der geht auch schon wieder. Viel zu easy. Syndra haut da noch irgendwo unten her. Oh ja, Baby, oh ja. Doppeltötung jetzt hier, obwohl das eigentlich mein ganzer Schaden war. Aber okay. Sage ich mal jetzt nichts zu. Habe ich auf jeden Fall noch geil von hinten agieren können. Also nochmal jetzt hier wichtig zu unseren Aktivierungen. Also was wir weiterentwickeln lassen. Entwickelt erst eure W weiter für Slow. Und dann auf jeden Fall euren E. Denn damit kriegen wir halt nochmal, das wird immer andauern, so hinterher reinjumpen können. Und ja, andauern sowas. Also richtig nice. Bei der Ulti würden wir halt jetzt nochmal das bekommen. Dass wir 40% weniger Schaden erleiden, ist halt auch richtig geil. Und halt einmal nochmal mehr diese Fähigkeit aktivieren können. Aber ich finde das irgendwie so mit dem E ist es geil für entweder zum Reingehen oder zum Escapen. Also zwei gute Möglichkeiten. Und ja, beim Q-Space ist es einfach nur noch ein bisschen erhöhter Damage, der aber im Late Game eh scheiße ist, denn dieser Damage ist basiert. Also das heißt, man kann halt nur einen Maximalschaden erreichen. Oh, schön da mit dem Flash nochmal alles hinterhergejumpt. Alter, ist das krank, die Scheiße! What's up? Das war's ja schon, Leute! Wuhu! Also, ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich amüsante Runde mit Action 10 hoch 3. Da war's, hier war's und ja. Also wenn das nicht mal mein neuer Lieblingschamp geworden ist, dann weiß ich auch nicht. Und wenn sie den nicht nochmal ein bisschen wenigstens von dem Spells her geht's, aber vom Damage her, sollten sie ihn wirklich nerven. Vor allem dieses mit dem Isolieren auf dem Q, da ist echt verdammt viel Damage dahinter, wenn das einfach mal ein Single-Target ist. Also da sollten sie vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen noch regulieren. Aber wie gesagt, hier auf meinem PvE hatte ich sau viel Spaß. Und viel Spaß damit. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir auch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weiter an die League of Legends interessiert seid, dann schaut doch mal in meinem Channel rein. Da habe ich auch noch viele andere Videos. Tja, ansonsten sage ich, ciao Leute, haut rein, macht's gut, euer Evil Bush JP und bis dann.